Hi, mein Name ist Ben und auf diesem Kanal geht es um das Investieren in Immobilien in Großbritannien. Hier in diesem Video möchte ich auf die Grunderwerbssteuer in Großbritannien eingehen, denn wenn ihr natürlich an diesem Thema interessiert seid und eventuell selbst investieren möchtet, müsst ihr natürlich verstehen, was für Kosten auf euch zukommen. Und interessant ist sicherlich auch zu wissen, wie sich die Grunderwerbssteuer in Großbritannien im Vergleich mit Deutschland verhält. Wenn euch das Video gefällt, bitte lasst mir ein Like da, gerne auch eine Frage oder einen Kommentar und wäre super, wenn ihr auch den Kanal abonnieren würdet. Nun, die Grunderwerbssteuer in Deutschland ist meines Wissens nach, liegt die zwischen 3,5 und 6,5%, je nach Region. In Großbritannien ist es etwas unterschiedlich. Also wir haben ja die verschiedenen Länder, England, Wales, Schottland und Nordirland. Und hier sind jeweils auch die Grunderwerbssteuern unterschiedlich festgelegt. Ich möchte mich hier in diesem Video auf England konzentrieren, weil ich selber in England lebe und auch vorwiegend in England investiere. Nun, wie funktioniert die Grunderwerbssteuer in England? Also es gibt diese wunderschöne Website stampdutyrates.co.uk. Hier kann man sich die historischen Grunderwerbssteuerraten und Sätze anschauen, dass man einfach mal ein Gefühl bekommt, wie es in der Vergangenheit war und wie es heute ist. Also ich möchte nicht wirklich alle jetzt durchgehen, aber wenn man sich einfach mal hier ich sag mal, den Beginn der Aufzeichnung, wie auch immer, also die ersten, die hier aufgeführt sind, das ist der Grunderwerbsteuersatz von 1984. Damals hatten wir für Immobilien bis zu 30.000 Pfund einen Satz von 0%. Das heißt, alle Immobilien unter 30.000 waren von der Grunderwerbsteuer befreit. Alles über 30.000 Pfund wurde mit 1% besteuert. Sehr traumhaft aus heutiger Sicht. Und das wurde dann über die Zeit immer komplexer. Und natürlich wurden auch die Sätze erhöht. Und heute befinden wir uns, ja, die letzte wirkliche Veränderung wurde 2014 eingeführt. Wir haben also hier aktuell einen Satz von 0% für alle Immobilien bis 125.000, 2% zwischen 125.000 und 250.000 Pfund, 5% zwischen 250.000 und 925.000 Pfund, 10% zwischen 925.000 Pfund und 1.500.000 und 12% über 1.500.000 Pfund. Ja? Und das wurde am 3. Dezember 2014 so eingeführt. Was wichtig zu sagen ist, dass es, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufe für 300.000 Pfund, dann ist es nicht so, dass diese komplett mit 5% besteuert wird, sondern ich zahle auf die ersten 125.000 Pfund gar nichts. Ich zahle dann auf bis zu 250.000 Pfund 2%. Und für die letzten 50.000 Pfund, ja, also von 250.000 bis 300.000 Pfund, darauf zahle ich 5%. Das heißt, es ist nicht so einfach, dass man einfach nur sagt, okay, ich kaufe eine Immobilie für 300.000, die ist in dieser Range von, dass ich 5% zahlen muss. Nein, es ist also eine Mischkalkulation. Das ist wichtig zu verstehen, und einfach wirklich wichtig, wenn man sich das berechnen möchte. Natürlich gibt es unzählige Rechner online. Ich werde euch auch einen unten verlinken, wo ihr eingeben könnt, wie viel die Immobilie wert ist, wenn ihr es wissen möchtet, wenn ihr eine im Auge habt und investieren möchtet. Und dieser Rechner spuckt euch dann aus, wie viel Grunderwerbsteuer zu zahlen ist. Wichtig noch, wenn ihr Investoren seid oder euch ein Zweithaus kauft, das heißt, wenn ihr schon eine Immobilie besitzt, egal wo auf der Welt, dann wird diese Immobilie zusätzlich mit 3% versteuert. Das heißt, sogar auf die ersten 125.000 zahlt ihr zusätzliche 3%. Ja, das heißt, ihr könnt eigentlich alles, was ihr hier seht auf dem Bildschirm, um 3% erhöhen. Wurde einfach so gemacht, um ja, Investoren zu besteuern, ja, und ich sag mal eher wohlhabende Menschen, die sich ein Zweithaus kaufen, einfach daher, weil natürlich die Leute, die momentan keins besitzen, vielleicht in den Häusermarkt jetzt gerade reinkommen wollen oder junge Leute,
Für die soll es eher günstig sein und für alle, die damit Geld verdienen oder die so viel Geld haben, dass sie sich ein Zweithaus leisten können, die müssen eben draufzahlen. So, jetzt gibt es eine Änderung, die gerade eingeführt wurde durch Corona, aufgrund von Corona, um den Häusermarkt zu beleben. Ja, nach dem Lockdown hat unser Finanzminister beschlossen, dass nun gilt, zwischen dem 8. Juli und dem 31. März 2021 gilt, dass auf die ersten 500.000 Pfund überhaupt keine Grunderwerbsteuer zu zahlen ist. Danach haben wir 5%, 10% und 12% gemäß dieser Tabelle. Wichtig für Investoren und für Menschen, die sich ein Zweithaus kaufen, immer noch 3%, ja? Also das ist wichtig. Diese 3% Surcharge, also diese 3%, die noch zusätzlich berechnet werden, die fallen nach wie vor an. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Haus kaufe für 300.000, dann muss ich 3% zahlen. Das ist immer noch günstiger, als es vorher war. Ja, also auch für Investoren durchaus sinnvoll und hilfreich, denn ich habe zwar die 3% immer noch, aber es ist weniger, als es vorher war. Wichtig noch, auf die ersten 40.000 Pfund, also wenn eine Immobilie unter 40.000 Pfund kostet, dann muss auch als Investor muss ich überhaupt keine Grunderwerbsteuer zahlen, weil Immobilien unter 40.000 Pfund komplett von der Grunderwerbsteuer befreit sind. So, wie funktioniert das mit der Grunderwerbsteuer? Diese fällt also an beim Hauskauf. Wenn alles über den Notar abgewickelt wird, dann läuft das alles über den Notar, ähnlich wie in Deutschland. Die Grunderwerbsteuer wird an den Notar gezahlt und der Notar überweist es dann an die britischen Steuerbehörden. Und erst wenn der Notar alle Gelder auf seinem Konto hat, kann auch der Hauskauf komplett abgeschlossen werden. Nun, jetzt weiß natürlich keiner, was passiert nach dem 31. März. Es gibt auch verschiedene Stimmen. Natürlich ist jetzt erstmal die Grunderwerbsteuer vergünstigt und in gewissen Rahmen auch frei für Eigenheimbesitzer, die ihr erstes Haus kaufen. Allerdings ist es auch so, dass gleichzeitig dadurch, dass der Häusermarkt natürlich belebt wurde durch diese Maßnahme und die Nachfrage nach Immobilien im Moment unglaublich groß ist in bestimmten Bereichen in Großbritannien, sind natürlich die Hauspreise auch etwas gestiegen. Das heißt, im Endeffekt spart man wahrscheinlich eher wenig oder gar nichts. Das kommt natürlich wieder auf den Einzelfall an. Aber ja, also wirklich, es ist ja wie oft, ich meine, die Zinsen gehen runter, die Hauspreise gehen hoch, genau wie hier jetzt, die Steuer wird vergünstigt oder es fällt keine Steuer mehr an und dadurch und trotzdem steigen die Hauspreise, weil einfach die Nachfrage steigt. Jetzt weiß natürlich auch keiner, was passiert nach dem 31. März 2021. Was passieren kann, ist, dass diese Maßnahme verlängert wird. Vielleicht wird sie auch schrittweise runtergefahren, was ich mir nicht vorstellen kann, dass sie wirklich am 31. März endet. Und danach ist wieder alles beim Alten. Ich glaube, sie wird entweder verlängert oder sie wird schrittweise auslaufen. Man wird vermeiden, dass es wirklich auf einmal endet, einfach weil ansonsten alle versuchen würden, noch vor dem 31. März alles über die Bühne zu bekommen. So viele Notare gibt es nicht und so viel werden die Banken auch nicht stemmen können, die Finanzierer. Also es wird wahrscheinlich eine gewisse Übergangsfrist geben. Okay. Wenn ihr einen Rechner nutzen wollt, ich werde euch diesen hier verlinken. Ihr könnt hier natürlich auswählen, in welchem Bereich von Großbritannien sich die Immobilie befindet. Je nachdem werden verschiedene Sätze fällig. Aber alles muss ich auch sagen, ähnlich wie eben dargestellt für England. Hier wird gefragt, ob man First-Time-Buyer ist, also ob man die erste Immobilie kauft oder ob man schon eine Immobilie hat. Hier wird dann gefragt, wann soll der Hauskauf stattfinden. Das ist natürlich wichtig, da offiziell nach jetzigem Stand ab April 2021 wieder alles beim Alten sein wird. Dann ist auch die Frage, ob man selbst drin wohnen wird oder ob man es vermieten möchte, also buy to let oder ob man es als Holiday Home haben möchte oder vermietet, dann fallen auch unterschiedliche Sätze an und natürlich ist der Preis der Immobilie wichtig. Ja, also hier unten sieht man auch, dass in Schottland unterschiedliche Sätze gelten. Hier ist aktuell dieses sogenannte Stamp Duty Holiday, der eingeführt wurde, also diese vergünstigte Rate, beziehungsweise bis zu einer halben Million fällt keine Steuer an in England. In Schottland fällt nur für die ersten 250.000 keine Steuer an.
Hat einfach damit zu tun, dass Schottland die eigenen Sätze festlegen kann. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Hauspreise im Schnitt in Schottland günstiger sind als in England. Das heißt, für eine halbe Million in Schottland bekommt man unter Umständen schon mehr als in England. In Wales hat man ähnliche Sätze wie in Schottland. So Nordirland sehe ich hier nicht. Aber ja, wie gesagt, ich konzentriere mich hier auf England. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da oder eine Frage oder schreibt mich direkt an. Gerne abonniert bitte den Kanal und lasst mir bitte ein Like da, das wäre super. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.